Wir waren eigentlich in der Anfangsphase was sehr heiß umkämpft. Da hat es viele Zweikämpfe gegeben, viele Nicklichkeiten, viele kleine Fouls. Dann sind wir gut ins Spiel gekommen, dann haben wir die Möglichkeiten gehabt, in Führung zu gehen. Dann macht Salzburg das 1-0 und dann haben wir bis zur Halbzeit Glück gehabt, dass wir jetzt Zweite gekriegt haben. Dann von 35 bis 45 hat Salzburg die Möglichkeiten gehabt aufs 2-0. Nach der Pause sind wir wieder gut reingekommen, eigentlich haben das Spiel wieder gut weggehalten von unserem Tor, haben wieder Möglichkeiten, dass wir einen Ausgleich erzielen und dann ja, mit einem eigenen Fehler, wo wir halt dann riskieren, weil wir unbedingt nach vorne wollen, kriegen wir es 2-0 und dann war das Spiel vorbei. Die Leistung war okay, aber gegen Salzburg braucht es etwas mehr, dass wir gewinnen können. In puncto Kaltschnäuzigkeit, in puncto Torabschluss, da müssen wir halt konsequenter sein. So viele Chancen kriegt man gegen Salzburg nicht, dass man ja, 800-900er kriegt. Da musst du halt das 3-4er Goal machen. Das ist uns nicht gelungen. Und deshalb war Salzburg um die 2 Tore besser, weil sie dann effektiver einfach waren und die Chancen genutzt haben. Ausgeglichenes Spiel, wo beide Mannschaften alles reingehauen haben. Beide Mannschaften haben sehr wenige, aber schon Chancen gehabt. Wir wie Salzburg. Salzburg war effizienter. Wir haben schon ein, zwei Chancen gehabt aufs 1-1. Ich denke, man kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir haben wirklich alles gegeben. Wir haben uns auch gute Situationen herausgespielt. Ab und zu haben wir es nicht gut fertig gespielt. Manchmal sind wir gescheitert ja, vor dem Tor dann. Und wie gesagt, Salzburg war um den Tick effizienter und deswegen haben sie auch verdient dann gewonnen. Wir haben von Anfang an, glaube ich, gut dagegen gehalten. Am Anfang haben wir gewusst, es wird ein sehr intensives Spiel. Salzburg hat richtig gut gepresst. Haben dann versucht, das Pressing zu überspielen, was das ein oder andere Mal gut gelungen ist. Dann auch selber gut ins Spiel gefunden und oft so der letzte Pass, der was einfach nicht gut genug war. Und nach dem 1-0 waren wir bis zur Pause dann ein bisschen schockstarre, hätte ich mal gesagt, weil wir da dann echt gut in der Partie waren. Und ich glaube, nach der Pause dann waren wir teilweise wirklich gut gespielt, viele Aktionen nach vorne gehabt. Und ich glaube, da müssen wir es in Ausgleich machen. Und ja, dann leider Gottes durch einen Eigenfehler kriegt man das 2-0, sonst wäre auf alle Fälle mehr drin gewesen und das ist eher schade. Aber wir dürfen jetzt auch nicht in Schellens anstecken und müssen weiter trainieren, weiter Gas geben. Und ich glaube, man hat halt eine Rapid-Mannschaft gesehen, die was bis zum Schluss alles eingekaut hat. Und das stimmt mir positiv, dass wir die nächsten Wochen auch erfolgreich gestalten werden. Dennoch kann man viel Positives mitnehmen für das kommende Spiel in der Bundesliga gegen St. Pölten auswärts. Ja, die Energie und die Leistung, die Laufbereitschaft, der Einsatz waren absolut da, da kann man kaum was vorwerfen. Ich glaube, wir waren gut in die Duelle drin, wir haben richtig Gas gegeben. Leider war es dann, ja, wie gesagt, in puncto Abschluss und in puncto Glück ein bisschen zu wenig, dass man Salzburg dann auch besiegen kann oder einen Punkt mitnehmen kann. Aber auch die Leistung an sich, auf die kann man aufbauen. Aber natürlich, wir stehen jetzt mit 0 Punkten da, das ärgert uns, das tut weh. Und jetzt müssen wir gut arbeiten und schauen, dass wir in St. Pölten dann den 3 einfahren, den wir heute eigentlich unbedingt da braucht hätten oder wollten. Ich denke, es hat wirklich heute jeder alles gegeben. Es waren auch spielerisch gute Lösungen dabei, haben wir teilweise gut kombiniert. Natürlich wissen wir auch, dass gegen Salzburg ist es nicht schwer ist, weil sie sehr intensiv pressen. Es war für uns auch sehr intensiv. Ich denke, wir haben auch körperlich mithalten können. Das spricht auch für uns, das spricht für das, dass wir gut gearbeitet haben in der Vorbereitung. Und auf das alles können wir aufbauen. Und natürlich, es war heute trotzdem Salzburg. Auch klar, dass wir nicht verlieren wollten, aber es ist passiert aufgrund der Effizienz vom Gegner. Und es ist nicht an dem gelegen, dass Salzburg jetzt klar besser war wie wir. Es ist ja jetzt nach dem Spiel ein bisschen schwer, weil man natürlich enttäuscht ist, aber heute darf man nur enttäuscht sein. Morgen wird regeneriert und dann ist der Fokus auf die nächste Trainingswoche, wo wir wieder Gas geben werden und dann in St. Pölten alles reinhauen werfen, dass wir in den ersten 3 in der Saison einfahren.